Die Ausbildung ist Geschichte. Ab diesem Moment der Vereidigung in der Hauptfeldwebel-Lagenstein-Kaserne in Hannover sind René Lossau und Arvid Acharyan Bundespolizisten. Ich bin durch den G20-Gipfel auf die Bundespolizei aufmerksam geworden. Und davor war ich Rettungssanitäter gewesen. Der Polizeiberuf, der war eigentlich von Kindheit an schon ein Traum von mir. Und dann war ich einmal am Tag der offenen Tür bei der Bundespolizei im AFZ Zwisttal. Und da war mir eigentlich schon direkt klar, dass es für mich die Bundespolizei wird. Mit Lossau und Acharyan sind 180 weitere Laufbahnabsolventen bereit für den Dienst. Der größte Absolventenjahrgang in der Geschichte der Bundespolizei Hannover. Und auf sie kommt einiges zu. Steigende Straftaten an Norddeutschlands Bahnhöfen, Flughäfen, Grenzen. Und Fahrgäste, vor allem im Nahverkehr, die sich nicht mehr sicher fühlen, vor allem nachts. Wir sind gerade dabei, unsere Streifenpräsenz deutlich zu erweitern. Auch mit der Polizeidirektion Hannover sind wir im Gespräch zur Kooperationserweiterung, auch mit den Sicherheitsunternehmen, die im Bahnhof tätig sind. Ich glaube, je mehr Sicherheit wir zeigen können am Bahnhof, dann werden wir sukzessive auch das Sicherheitsgefühl für alle Reisenden wieder steigern können. Getan hat die Bundespolizeidirektion für die Nachwuchsgewinnung einiges. Sich auf Social Media ins Zeug gelegt, zum Beispiel mit Hochglanzbildern, die von Schicht- und Wochenendarbeit etwas ablenken. Und dann wäre da noch das Thema Gewalt gegen Einsatzkräfte. Am meisten Respekt habe ich natürlich vor den Bürgern, vor meinem Gegenüber. Man kann den Leuten heutzutage nur vor den Kopf schauen. Wir wissen natürlich nicht, wie sich die Personen dann gegenüber uns verhalten. Aber man muss den Leuten mit Respekt gegenübertreten. Es ist eine neue Herausforderung und ich mag neue Herausforderungen. Und von daher bin ich gespannt, was auf mich zukommen wird. Sie haben sich bewusst für den Dienst bei der Bundespolizei entschieden. Obwohl die innere Sicherheit mehr gefordert ist denn je. Oder vielleicht gerade deshalb.